Spielen wir doch mit meinen Autos. Nein. Sollen wir Ball spielen? Nein. Ich hab's. Wir spielen Verstecken. Ich suche euch zuerst. Versteckt euch. Eins, zwei. Wo könnte ich mich verstecken? Ah. Neun, zehn. Ich komme. Mal sehen, wo sie sich versteckt haben. Da guckt ein Schwänzchen raus. Zoe. Oh nein, sie hat mich gefunden. Wo Candy wohl ist? Ich glaube, ich weiß es. Da bist du also. Hab dich gefunden. Fehlt nur noch George. Mal sehen, wo sich mein Brüderchen versteckt hat. Hier ist er nicht. Ich muss weiter suchen. Ich konnte nirgends finden. Helft mir beim Suchen, Mädels. George! 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 Hier ist er auch nicht. Er ist nirgends zu finden. Vielleicht ist er nach Hause gegangen. Ich gehe nachschauen. Tschüss, Mädels. Er kann doch nicht einfach so verschwinden. Peppa, habt ihr auch überall nachgeschaut? Ja, Mama. Oh, mein lieber kleiner George. Die Polizei. Ja, genau. Ich muss der Polizei Bescheid geben. Oh, vielleicht ist er das ja. George, George. Oh, George, mein Schatz. Ich hatte solche Angst. Wo warst du denn? Wir wollten schon die Polizei anrufen. Barbie, wo hast du ihn denn gefunden? Also, das war so. Ich gehe schnell einkaufen. Was ist das für ein Geräusch? Da ist jemand in meinem Auto. George? Ich habe ihn aufgeweckt und hergebracht. Ja, ich habe mich in Barbies Auto versteckt und dann bin ich dann wohl eingeschlafen. Oh, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert. Kinder, wenn ihr draußen mit euren Freunden spielt, dann passt immer aufeinander auf. Wir machen uns nämlich Sorgen.